Hallo ihr Lieben, ja, heute habe ich mal wieder einen DM-Haul für euch und zwar schon wieder einen relativ großen, weil ich habe schon ewig jetzt nicht mehr bei DM eingekauft oder halt nur so ein paar Kleinigkeiten immer und jetzt war ich gestern seit langem mal wieder mit bisschen mehr Zeit im DM und ja, da ist dann schon ein bisschen was zusammengekommen, was ich euch jetzt mal so zeigen werde. Es sind aber auch ein paar Teile dabei von eben davor, ich habe die jetzt aber mit reingenommen. Und ich würde sagen, ich fange mal an mit dem Teil, was ich schon ein bisschen länger habe. Und zwar ist es von Alverde Beauty and Fruity, das 3-in-1 Reinigungs, ist ein Reinigungsschaum mit Bio-Limette und Apfel. Und das habe ich jetzt schon eben einige Zeit in Verwendung und ich muss sagen, ich finde es echt mega genial. Also der Geruch ist sowas von dermaßen gut. Also es riecht total frisch und fruchtig irgendwie. Also ich habe mich da total verliebt in diesen Duft. Und das ist für normale Mischhaut und eben 3-in-1, weil es eben reinigt, dann Make-up entfernt, also auch wasserfestes Make-up auf den Augen und es klärt und tonisiert. Also sozusagen 3-in-1, also einiges, was das kann. Und bis jetzt, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden damit. Meine Haut kommt gut klar damit. Und ich verwende es morgens und abends. Wie gesagt, kann ich momentan echt empfehlen. Und ich versuche ja momentan auch so ein bisschen mehr Biokosmetik ein bisschen auszuprobieren. Und ja, Alverde ist halt einfach auch nicht so teuer. Und deswegen, ja, kann ich bis jetzt nur Gutes sagen und finde es echt klasse. Also ich greife jetzt einfach mal gemischt in die Tüte, also da gibt es jetzt keine Sortierung. Aber jetzt habe ich gerade auch noch ein Alverde-Produkt erwischt. Und zwar ist es das Alverde Perfector Color Correcting, ja, ist eine Gesichtscreme, also eine Feuchtigkeitscreme. Und oben steht noch CC Cream 7-in-1 und das soll irgendwie Feuchtigkeit spenden, strafft die Haut, glättet die Haut, kaschiert Fältchen, Rötungen kaschieren, strahlende Teint und hat auch noch einen Lichtschutzfaktor mit 6 drin. Und ja, ich habe es jetzt seit gestern und habe es heute gleich mal ausprobiert. Also ich muss sagen, es ersetzt definitiv kein Make-up, aber ich denke, es soll es auch gar nicht. Aber es hat so einen, es hat schon einen ausgleichenden Effekt auf der Haut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Rötungen total kaschiert. Also ich habe ja so T-Zonen-Rötungen, sage ich jetzt mal, also Kinn, Nase, in dem Lippenbereich und Stirn. Das sind so meine, ja, geröteten Stellen und auch so ein bisschen die Wangen. Und also ich kann nicht sagen, dass es das total kaschiert hat, aber es hat es ein bisschen ausgeglichen. Also das hat es definitiv. Und ja, zum Rest kann ich noch nicht so viel sagen, weil ich habe es heute das erste Mal verwendet und meist riecht halt nach Bio, gell? Das habe ich jetzt schon bei den Cremes. Bis jetzt hat mir noch keiner der Düfte so richtig gut gefallen. Schade, dass es nicht einen Duft wie das andere da gibt in Cremeform. Aber es ist okay, es riecht nicht schlecht und ich werde es weiter testen und bin mal gespannt. Ja, ich muss das mal das Fenster aufmachen, weil seit ich schwanger bin, schwitze ich noch mehr als vorher, was eh schon viel war. Also da, ich hyperventiliere regelmäßig. Ja, mach mal weiter, würde ich sagen. Und zwar mit einem Teil, was andere Schwangere bestimmt nachvollziehen können. Ich habe mir jetzt mal so Slip-Einlagen besorgt. Habe ich jetzt zwar lange nicht mehr verwendet, aber wie gesagt, wenn ihr schwanger seid oder wart, dann versteht ihr wahrscheinlich warum. Ich bin jetzt halt im 8. Monat, das heißt letztes Trimester und langsam wird das Kind ganz schön schwer, kann ich nur sagen. Deswegen durften die auch mit und ja, hatte ich noch nie, probiere ich einfach mal aus. So, dann ein Produkt, was ich vor dem Urlaub gekauft habe und dann sind wir gar nicht nach Kroatien, wir wollten eigentlich in den Süden, haben wir dann nicht gemacht. Aber man kann es trotzdem, finde ich, immer gut gebrauchen und zwar eine Soforthilfe bei Mückenstichen von Squito oder so ähnlich. Das ist einfach so ein kleiner Spray, den kann man auch super in die Handtasche packen und dann, der kühlt einfach die Mückenstiche. Und das hatte ich schon mal von einer anderen Marke und fand es echt gut und der war jetzt auch nicht teuer, ich glaube so 2 Euro oder so. Und den habe ich jetzt mal mitgenommen zum Mückenstiche kühlen, weil die sind momentan schon echt giftig, die Viecher. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das gerade finde. Ja, ich habe es gefunden und zwar habe ich dann noch dazu gekauft eine Insektenschutzlotion und ich muss sagen, die hat echt gut funktioniert. Ich hatte die letztens bei so einem Dorffest drauf und da waren die Mücken extrem und ich habe die Füße, also da wo die Schuhe sind, nicht eingeschmiert, weil ich die Schuhe nicht ausziehen wollte
Und da hatte ich dann am Ende dann 2 Mückenstiche und meine Beine waren aber komplett mückenstichfrei. Also da, wo das Zeug drauf war, hat es wirklich funktioniert. Und das ist eigentlich für Babys und Kids, aber ich dachte mir, was für Kinder ist, kann für Schwangere nicht schlecht sein. Für sensible Haut ab dem 6. Monat geeignet und mit Pflege drin. Also ich fand es ganz gut. Muss man einfach vorher machen, dass man sich die Hände dann waschen kann. Kann ich nur empfehlen. Also das ist eine voll coole Sache. So, dann, ja, es kommen auch noch Sachen, die nicht für Mütter sind. Dann habe ich noch gestern mitgenommen eine Mama Brustwarzensalbe von Bübchen. Schützt und beruhigt mit Shea und Kakaobutter. Habe ich noch nicht getestet, aber werde ich jetzt mal ausprobieren. Die war nämlich im Angebot, weil ich glaube, die erst im Sortiment geht. Hätte 2 Euro gekostet, war für 1 Euro. Da dachte ich mir, na, die probiere ich jetzt einfach mal aus, weil ich noch keine habe. Und es gibt so sehr teure Pflegen. Also da könnt ihr mir gerne mal sagen, was gut ist, weil die sind eigentlich ganz schön teuer. Und ich mag jetzt da nicht 5, 6 Euro ausgeben und dann denke ich mir, wow, gut, da ist die auch nicht besser als die. Deswegen jetzt für den Anfang mal eine günstige. Aber ich bin, wie gesagt, sehr offen für Tipps von euch. Also gerne her damit, mit was ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Ja, wie gesagt, dazu kann ich jetzt aber noch gar nichts sagen, weil ich es erst testen muss. So, noch ein Mama-Produkt. Oh Gott, ich merke schon, das wird ein Mama-Haul. Und zwar habe ich die Marke Belly Button bei DM entdeckt. Das kenne ich jetzt eigentlich von Klamotten für Babys. Keine Ahnung, aber ich war auf der Suche nach einer Körperpflege für Mütter, die einfach halt nichts Schädliches beinhaltet. Und da ist mir diese Duschlotion 2-in-1 in die Finger gefallen. Die ist komplett ohne Mineralöle, Silikone, Parabene, Farbstoffe, tierische Rohstoffe und so weiter. Also es ist eigentlich, klang total gut. Ich habe es ja auch heute schon hergenommen und die riecht auch so wahnsinnig lecker. So ganz blumig, frisch, so ein bisschen Rose, also einfach so blumig, also ganz angenehm. Und ja, ich sage, ich habe sie jetzt heute einmal verwendet, also kann noch nicht sagen, wie gut sie ist von der Pflege her, weil mein Gedanke war halt der, dass ich halt dann nach dem Duschen mich nicht immer einschmieren muss, weil halt einfach ab und zu ich einfach zu faul bin. Aber die Haut momentan bei mir schon sehr trocken ist, seit der Schwangerschaft habe ich da ein bisschen Probleme und deswegen war das jetzt so mein Gedanke, ich probiere es mal aus. Ich habe mir dazu, mal gucken, noch das Belly Button Mama Streifenlos Body Balsam gleich mitgenommen für Bauch, Beine und alles, was so streifenanfällig ist. Das hatte ich halt morgen dann auch gleich in Verwendung und was ich total gerne mag, ist diese Dosenform, wenn man einfach wirklich bis zum Schluss alles rauskriegt, ohne Probleme. Und das Ding war relativ teuer, ich glaube 6 Euro oder so, aber ja, ist auch wieder eben ohne Mineralöle und so weiter, also wie das andere auch. Und ich finde einfach den Geruch total angenehm. Es ist nicht stark, aber so ein leichter, blumiger Duft. Und das soll eben schnell einziehen, nicht fetten und eben, ja, man soll es halt auf die Hüften, Oberschenkel, Bauch und so weiter täglich einmassieren. Mal gucken, ob ich das mache, aber in jedem Fall, wenn ich dann nach dem Duschen halt einfach trockene Haut habe, dann ist das definitiv nicht verkehrt. Ist halt einfach eine Körperpflege. Dann mal ein Produkt zum Futtern und zwar bin ich ein großer Fan von diesen Nature Addicts. Und da gibt es jetzt eine Limited Edition mit Orange Sanguine oder so ähnlich. Und ja, ist natürlich schon offen, weil ich beim Autofahren direkt dann gleich schon probieren musste. Und ich finde es total lecker. Das riecht schon so schön orangig einfach. Also ich finde es total cool, aber ich mag die allgemein gerne. Also wenn ihr so natürliche Fruchtbonbons gerne mögt, also Fruchtgummiteile, dann könnt ihr euch die in dem Fall mal anschauen. Die sind richtig, richtig lecker. Und einfach für zwischendurch immer mal das Gefühl hat, so jetzt sinkt so der Energiehaushalt, dann ist das eine ganz coole Sache. Also wie gesagt, die durften auch mit. Dann musste ich mir leider Gottes meinen Kajal nachkaufen und der ist ja relativ teuer, der von Maybelline. Aber ich finde, das ist einfach der beste, den ich bis jetzt gefunden habe. Der ist wirklich genial. Also ich habe da jetzt eben einen, hatte ich glaube ich, ein Dreivierteljahr in Verwendung, also richtig lang. Und die Spitze geht einfach nicht kaputt, also die trocknet nicht wie bei ganz vielen von diesen Filzlinern einfach aus, weil oft ist da noch genügend Produkt dann eigentlich drin, aber die Spitze,
die nimmt das Produkt nicht mehr an. Also dadurch, dass halt einfach dann, was weiß ich, Make-up-Reste drauf sind, die trocknet an und dann kommt da nichts mehr dran. Also das ist ganz komisch und ich habe schon so viele gute Eyeliner von Essence und Catrice nicht mehr verwenden können, weil einfach die Spitze nicht mehr aufgesaugt hat. Also wirklich, ich male den auf der Hand rum und versuche mich da irgendwie, aber es ist echt blöd. Und der hält so lange und ist echt mega genial. Das Einzige, was da nicht top ist, sage ich mal, mir wäre lieber, wenn er wasserfest wäre, weil bei mir einfach dann über den Tag mein Wing sozusagen einfach dann nachlässt oder ausblasst und einfach ein bisschen abgeht. Das wäre mir jetzt lieber, wenn es noch wasserfest wäre, dann wäre er perfekt. Aber wie gesagt, man zahlt halt einmal irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht mehr, 6 oder 7 Euro. Aber der hält halt ewig, ewig, ewig. Und in der anderen Zeit hätte ich dann schon 3 oder 4 von Essence oder Catrice oder ähnlichen Marken nachkaufen müssen. Oder habe ich ja früher. Deswegen habe ich mir den jetzt tatsächlich nachgekauft, weil ich habe meinen anderen eben verloren. Ich hatte ihn ja jetzt erst nachgekauft und super ärgerlich. Ich glaube, im Urlaub liegen lassen. Ich finde ihn einfach nicht mehr. Ja, deswegen ein Nachkaufprodukt sozusagen. Dann ein Produkt, was ich... Ja, ich war auf der Suche nach einem grünen Lidschatten für unten am Wimpernkranz und ich habe es vorhin mal geswatcht, aber jetzt ist es schon wieder weg. Ich habe da eigentlich von Sleek immer den drauf aus der Original, genau, Palette. Das ist also mein Standard, aber der wird langsam leer. Also der hat schon ein richtig ordentliches Hitte-Pan und deswegen bin ich jetzt so langsam auf der Suche nach einem Ersatz, bis dann der leer ist, dass ich dann einen Ersatz habe. Das ist jetzt kein Ersatz, kann ich gleich mal sagen, aber er ist trotzdem wunderschön und ich habe ihn heute auch gleich mal ausprobiert und finde ihn richtig genial. Also das ist so eine schöne Farbe und hat so eine schöne cremige Textur. Also das ist jetzt scheinbar, denke ich mal, einer von den neuen dann auch, weil bei diesen Trended-Up-Sachen, da ist ja echt viel ins Sortiment gekommen. P2 ist extrem geschrumpft und das ist total angewachsen, diese Theke. Aber wie gesagt, den musste ich mitnehmen, weil der echt richtig schön ist und ja. Könnt übrigens mir gerne auch mal, wenn ihr von Trended Up irgendwelche Tipps habt, was ihr gut findet, mir gerne mal sagen, weil da habe ich noch so gar keinen Plan von dem Sortiment. Aber alles ausprobieren ist mir dann doch zu teuer. Deswegen durfte nur das eine Teilchen mit. So, dann ein weiterer Lidschatten. Da muss ich gestehen, hat mich die Verpackung ein klein wenig zum Kauf motiviert. Und zwar aus dieser LE von Essence. Ich weiß gar nicht, wie die LE eigentlich heißt. Aber ich habe sie euch gefilmt und werde es euch mal einblenden. Und zwar habe ich jetzt mitgenommen die 01 You Can Toucan. Keine Ahnung. Also ich glaube, das hat mit Pelikan oder diesem Tier zu tun. Ich weiß nicht, wie der heißt. Toucan. Wie auch immer, auf alle Fälle die 01. Und das ist so ein, ja, ein, was ist es denn? Ein grün-braun. Also es sieht grün-braun aus. Es ist mehr grün in der Verpackung. Ist aber auf dem Auge definitiv mehr braun. Also ich trage ihn auch heute und mir ist er in der Lidfalte zu schwach. Da ist er einfach ein bisschen sehr dezent. Auf dem ganzen Lid habe ich ihn jetzt noch nicht getestet. Ich habe ihn erst seit gestern. Und wo er wirklich schön ist, ist er zum Verblenden. Es gibt so einen ganz schönen warmen Ton auf dem Auge. Von dem Grün habe ich jetzt nicht viel gesehen bis jetzt, aber ich versuche es euch mal zu filmen. Vielleicht sieht man da ja mehr. Aber wie gesagt, dieser schöne warme Braunton mit ein bisschen Effekt in diesem wunderschönen Teilchen da drin. Musste mit. Also wie gesagt, die LE, die hätte ich ja wieder leer kaufen können, aber hab's nicht getan. Ich habe mich beherrscht, weil ich will nicht mehr so viel Schminke kaufen. So, dann habe ich auch vor dem Urlaub schon gekauft von Klosterfrau Aktiv Gel Latschenkiefer. Ich hatte das schon mal, habe es jetzt mal nachgekauft, weil das richtig, richtig gut ist. Also das nehmen wir, also vor allem mein Mann, sehr häufig her, weil der arbeitet einfach wahnsinnig viel und hat dann oft Gelenk- und Rückenschmerzen und Nacken und keine Ahnung was. Und das hilft wirklich gut, das ist durchblutungsfördernd, entspannend, aktiv gegen Schmerzen, zieht schnell ein und riecht total lecker. Also wenn ihr gern so eben so Saunagang-Sachen mögt, oh, das riecht echt wie, als würde man in die Sauna gehen. Also so Latschenkiefer verbinde ich total mit Herbst und Sauna und das ist so göttlich. Also das definitiv unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr so Gerüche gern mögt. Also ich nehme es auch total gern, ja eben für den Nacken, wenn ich da so ein bisschen verspannt bin. Ist es echt richtig cool. Ist aber auch nur für Erwachsene geeignet. Also ab 12 Jahren steht da drauf, darf man es erst hernehmen. Ja,
Ich hoffe, dass es für Schwangere nicht schädlich ist, aber ich habe es jetzt auch nicht gebraucht, glaube ich, oder einmal oder so. Ich habe es hoffentlich überlebt. Mein Schnuckel hoffentlich auch. Ja, dann geht's weiter mit Nivea und zwar auch schon ein bisschen länger, aber ich habe das jetzt auch relativ neu. Fresh Summer. Das habe ich, ja, mir nachgekauft. Ne, neu gekauft. Ich habe eigentlich immer das Blaue, also das ganz Blaue und jetzt habe ich mal das mitgenommen. Das ist wieder mit, also mit ohne Aluminium. Das klingt immer so toll. Und ich finde die richtig gut. Also ich bin ein großer Fan von diesen Nivea Deos und ich bin jetzt wirklich fast voll umgestiegen auf Nivea 0% Aluminium Deos. Das habe ich jetzt so ziemlich geschafft. Ich schwitze immer noch, aber ich stinke nicht. Also immerhin. Also das ist mir schon sehr wichtig und da sind die echt top. Wenn ich einfach richtig schwitze, dann schwitze ich. Dann schwitze ich auch im Gesicht und überall. Also ich bin da leider echt blöd veranlagt, kann ich nicht anders sagen. Aber das hilft mir definitiv, dass es weniger ist und dass es eben einfach nicht riecht. Und das ist auch schon, finde ich, extrem gut. Und deswegen, diese ganzen Nivea-Dinger kann ich echt empfehlen. Ich mag sie sehr gern. Dann war ich natürlich auch in der Haushaltswarenabteilung. Die liebe ich nämlich auch sehr. Und habe mir von Glade Brise in dem Duft Relaxing Zen so ein Duftteil mitgenommen. Und das kommt jetzt bei uns in die Gästetoilette. Also ich habe da eigentlich immer diese, also diese Gläser drin stehen, wo diese Duftstäbchen drin sind. Aber die werden immer so schnell leer und sind auch wirklich immer sehr, sehr teuer. Und jetzt dachte ich mir, probiert es einfach mal aus, ob das nämlich länger hält. Da steht bis zu 60 Tage frisch. Also ich werde es testen, das sind ja dann 3 Monate und mal gucken, ob das auch hinhaut. Und die kosten 3 Euro. Also ich sage, so ein Duftding kriegt man eigentlich ein gutes, nicht unter 5 Euro. Und dann wäre das ja schon günstiger. Und ich fand es eigentlich auch ganz hübsch mit diesen Bäumchen. Also ich muss mal gucken, wie es dann in der Wohnung aussieht. Aber wie gesagt, ich werde es testen. So, dann kommen wir zu, ach, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht groß erklären. Das halte ich ja eigentlich in jedem Haul in die Kamera. Kaufe ich mir halt einfach ständig nach, weil ich die am liebsten mag. Habe ich auch 2 davon gekauft. Wir haben ja auch 2 Toiletten und ich mag am liebsten eben das mit dem Pinie. Also diese frische Pinie, die mag ich am liebsten. Und die sind einfach top. Also ich finde das echt gut. Das Zeug, jetzt habe ich gar keinen Platz mehr zum Ablegen. So, dann kommen noch... Nee, ein Teil nur noch. Wow. Ein Teil. Der letzte sozusagen. Und zwar von Method diese... Handseife habe ich mir wieder einmal eine nachgekauft, weil das grün ist und ich jetzt beschlossen habe, dass in unserem Gästeklo ein grünes stehen soll. Ich tue dann das im Gästeklo ins andere Bad. Also ich brauche das schon auf, keine Sorge. Aber ich dachte mir, ich mag das jetzt mal farblich ein bisschen abrunden und mir gefällt das so. Ich bin einfach ein mega Fan von diesen Verpackungen. Also diese Form, diese Farben und eben die Seifen, die sind einfach mega gut. Also ich liebe sie über alles. Die kosten halt 3 Euro, aber sind halt auch wieder gesund für die Umwelt und keine Ahnung was. Also die sind echt toll. Und das ist jetzt Green Tea Aloe Vera und ich kann es euch echt empfehlen. Also ich liebe diese Seifen abgöttisch. Ja, deswegen mal wieder eine nachgekauft. So, jetzt haben wir es. Das war's schon, ihr Lieben. Was heißt schon? Das waren jetzt einige Sachen, aber ich finde lauter nützliche Dinge, bis auf Kleinigkeiten, die sind auch nützlich. Und wenn sie nicht nützlich sind, dann sind sie wichtig. Ja, übrigens würde mich mal interessieren, was haltet ihr denn von diesem Drehort? Kinderzimmer, also Babyzimmer. Das ist meine Wickelkommode und das ist... Hintergrund und so, könnt ihr mir gerne eure Meinung da lassen, ob euch dieser Hintergrund auch gefällt, weil an manchen Tageszeiten ist das Licht hier besser und an manchen halt eben im Schlafzimmer und jetzt kann ich halt auch hier mal filmen. Mensch, meine Haare, also heute ist irgendwie so ein, es ist einfach zu warm. Na gut, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, mein mal wieder DM-Haul, würde mich jetzt mega über euer Feedback freuen, wie gesagt, bezüglich Mamas-Sachen, gerne viele Tipps. Und auch Babysachen da. Wie gesagt, da bin ich immer total offen für eure Tipps und freue mich da sehr drüber. Und ich werde es dann wahrscheinlich erstmal meine Fingernägel hier mal neu machen, weil durch dieses ganze Wändestreichen sind die total im Eimer. Ich hoffe, ihr habt sie nicht zu sehr bemerkt. Die sehen echt schlimm aus. Aber gut, renovieren macht die Nägel kaputt. Das habe ich ja schon vor einigen Jahren gelernt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen einen ganz tollen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!